Servus Leute, willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 2, Torn of the Golden Country. Ich hoffe, dass ich jetzt endlich mal durch diese ganze Sidequest-Scheiße durch bin. Weil ich hab's schon oft genug angemerkt. Und deswegen will ich jetzt eigentlich nicht mehr darauf eingehen. Ja, ich muss die Person finden, die mir den Quest mit den Armors gegeben hat, aber ich habe noch eine andere Idee. Nicht da vorne sitzt dieses Omnomnom-Tier. Und ich werde einfach mal kochen gehen. Ich brauche jetzt ein Lagerfeuer. Moment. Ah. Nee. Ja. Und ich finde es besser, wenn man es so gemacht hätte, dass man das Spiel normal fortsetzen kann. Bis man zum Beispiel irgendwann mal bei Malus oder so ist, der einfach so hardcore ist, dass man quasi sagt, okay, jetzt muss ich leveln, deswegen mache ich Sidequests. Das hätte ich vollkommen in Ordnung gefunden, das wäre kein Problem gewesen, weil dann bleibt deinem selbst die Entscheidung überlassen. Weil dann bleibt deinem selbst die Entscheidung überlassen, ob man jetzt wirklich Sidequests macht oder nicht. Hätte ich viel besser gefunden als ich so. Aber naja. Spielentwickler dachten sich, nö. Schade. Aber wie gesagt, das ist Sidequest-Blödsinn, der. Ja, ich halte nicht allzu viel davon, weil es Pflicht ist. Ja, tut mir leid. Man merkt, dass es mir echt auf die Nerven geht. Deswegen bin ich froh, wenn ich jetzt das endlich beendet habe. So. Let's see. What aroma do I desire? Ups. Kann ich leveln? Ja. I can still improve. I have to. Vor allem, ich habe den aktuellen Part immer noch nicht geändert. Das sollte ich vielleicht auch mal machen. Und hochladen muss ich auch noch. I believe I've gained a little skill. Weil es ist jetzt schon ziemlich spät und ich glaube nicht, dass ich nach diesem Party noch einen aufnehmen kann. Deswegen werde ich nach diesem Party auch beenden. Ich hätte Link gern das hier alles offscreen gemacht, aber nö. Was ist, wenn ich dann irgendwas trigger? Da geht eine. Was ist, wenn ich irgendwas trigger? Da geht eine Cutscene los und dann. Das wäre ja doof gewesen. So. Eingangstor. Even on familiar ground, we must stay vigilant. Wie du meinst, Jin. Was ist denn der Typ, der nicht die Armors suchen musste? Für den ich die Armors suchen musste. Ich weiß nicht mehr, wo der ist. Ach, egal. Was ist auf einmal los? Irgendwas habe ich im Hals. Ich glaube, das passiert immer, wenn ich längere Zeit aufnehme. Das ist aber doof. Da kann ich keine größeren Aufnahmesessions machen. Und Mom liebt es sehr und. Mahlzeit. Nunu, so voll. Platz und steht bevor. Wie ist das alles köstlich? Nom, überfuttert. Überschüttet. Freunde mit Dank. Omnomnom macht nach so ausgiebigen Mal vollgestopftem Wissen über Speisen und Kochkunst. Will es gut und sinnvoll einsetzen. Eines Tages könnte er Job finden, wo Omnom durch Futterstummen ganz heißt futtert und über Geschmack schreibt. Oder könnte er Happy-Kurse geben, wo Omnom Rezept für Lecky Schmecky. Okay. Mithra will irgendwie Adam unterm Rock gucken, wenn er einen anhätte. Omnom Rezepte für Lecky Schmecky Happy an hungrige Schüler weitergibt. Aber alles so zeitaufwendig. Besser wäre Kochwettbewerb für Omnom einfach futtern und direkt bewerben kann. Nunu, Omnom hat so viel über Happy nachgedacht, dass Bauch ihn wieder knurrt. Kellner, Speisekarte bringen. Du musst doch Geld haben. So, bitte lass das jetzt das Ende gewesen sein. Well, this is awkward.
Danke. There. That should do it. Sachsengärten oder was? Ja, ja. Auf mir alles zu zeigen. Oh, bin ich froh, diesen Blödsinn endlich hinter mich gebracht zu haben. Ich habe zu viele Parts damit verschwendet. Wirklich verschwendet, leider. So, jetzt muss ich erstmal wieder richtig reinfinden ins Spiel. Weil zuvor hatten wir richtig geil Action, jetzt diese ganze Sidequest-Scheiße hat mich rausgebracht und jetzt muss ich erstmal wieder richtig reinfühlen. Ich hatte es mal alles mal geschafft, sein Instrument in die Nähe des Palastes zu bringen. Wie sieht unser Plan aus? Soll ich meine Kräfte einsetzen? Nein, das gäbe zu viele Opfer. Es wird sicher nicht leicht, aber wir sollten sie eins nach dem anderen ausschalten. Wäre es nichts besser, vorher die Zivilisten in Sicherheit zu bringen? Die Armee von Trauner kümmert sich bereits darum. Außerdem kennen sie die Stadt viel besser als wir. Oh, stimmt. Das leuchtet ein. Also gut, was nun? Die Rückseite des Palastes scheint sicher zu sein. Lasst uns also zuerst die Gargos im Mondbezirk ausschalten. Anschließend nehmen wir uns die Marktstraße zu unserer Linken vor. Und machen uns dann schnurstracks in Richtung Haupteingang. Verstanden. Glück, Glück, Leute. Dann lasst uns mal diese hässlichen Blechkübel aus dem Weg räumen. 33. Na gut. Komm her. Na gut, ich war zuerst Level 30 oder so, oder noch niedriger. Seht ihr jetzt zum Beispiel, wenn ich hier jetzt fällen würde, dann müsste es, finde ich, eine Möglichkeit geben, also quasi, also nicht hier zu starten, sondern, ich muss gerade einstecken. Sondern zuvor irgendwie, wenn man die Möglichkeit hätte zu leveln. Ja, dann müsste man das... müsste man das Prinzip des Spiels zwar etwas überarbeiten, aber das finde ich wäre eine viel bessere Idee als einem zu Sidequesten zu zwingen. Oh, da hinten liegt eine Flasche, aber ich glaube, das geht bevor ich dran bin. Oh, ich gebe dir. Zu viel Schaden habe ich nicht gemacht. Gut. Also immer nochmal so ein Mega-Move. Oh ja, oh ja, hol sich schon. Mach doch! Gut. Warum habe ich eigentlich so wenig Energie? Und warum war das gerade so unfair? Achso, da oben, das Symbol blinkt. Ist das jetzt... Ist das Symbol irgendwie zerstören oder wie? Dann ist wieder fit. Nein, ich wollte gerade wechseln. War ja klar, dass er mir aufhilft, aber ich kann jetzt leider nicht. Ach, super. Der Strahlsturm. Das ist das Üble. Time to delay. But still, we need a new strategy. Bing! There's more to this place. Was hast du denn jetzt gelernt? Hinter Klinge. Gut. Fisticuffs favor the prepared. Gibt's
Fahrzeug, unser Fahrzeug davon. Und ich ziehe die Rankerfahrzeug mit 25%. Ja. So. Ich sollte jetzt nicht. Sorry, aber hm. Das würde ich gerne. Geht nicht. Kritischen Schaden in 10%. Ja, wäre nützlich. Erfahrung von Spezialtechnik plus 20%. Ja, von mir aus. So geht noch nicht. Standing on the shoulders of. So, was hast du? Das nicht, das nicht. Das auch nicht. Du kannst gar nichts. Hm. Vielleicht sollte ich mit Jin anfangen. Oder hier mit ja, Haze. So. Anything good here? Ja, dann habe ich Heilkräfte und dann kann ich meine Leute unterstützen. Versuchen wir es mal so. Bye. Kann ich eure Waffen irgendwie verstärken, wenn ich schon mal dabei bin? Ah, das kann ich hier nicht. Dafür hätte ich einen Schmied oder so aufsuchen müssen. Das ist jetzt natürlich doof. Achso, nee, ich kann es auch so. Was zum. What the fuck? 501? Gut, nicht schlecht. 12, 16. Okay, Mann, ich habe irgendwas im Hals, das nervt. 1% weniger. Aber dafür mehr Schaden. Und hier viel mehr Schaden. Holy shit. Aber, Rate steigt, Crit-Rate sinkt. 140, 150, so in etwa. Wer profitiert davon am meisten? 160, sogar noch mehr. 500, 60 sind 600, 170 in etwa, naja, fast 180. Hier ist am meisten. Gut. Wobei, Jin wird am meisten profitieren. Ah, jetzt habe ich schon so Blödsinn gemacht, aber Crit-Rate wird sinken. Oh, das ist geil. Knospen nur Dashi. Da steigt die Crit-Rate auch. Was zum. Geil. 639. Die Crit-Rate steigt viel mehr. Schön, dass ich das jetzt. Verdammt nochmal! Was soll das? Mein Hals. Irgendwas. Holy shit! Triesplitter. Okay, die bringt da fast gar nichts. Ich habe ihn verbraucht im anderen. Crit-Rate 26%. 38. What the fuck? Sorry fürs Verbrauchen. Yeah. Standen ist ein Dash. So, dann gucken wir mal weiter. Was hat Haze so? 501. Haze ist eine gute Blockerin. Was Blocker? Moment, das sinkt nur 1%, aber Autoangriff wird stärker. Okay.
Zum Notrombus. Okay, schauen wir mal weiter. Das kann's mir. Nun gut. Ewiger Stab. Die habe ich schon verschärft, oder? Was sehe ich da? Kritra. Wow. Boah, was zum Geier habe ich im Hals? Ich hoffe, ich vergesse das nicht alles rauszuschneiden. Falls doch, dann sorry. 23%. Das ist eine Menge Holz, aber Schaden ist wenig. Ja. Das ist eine 3% Chance zu blocken. Moment, du hast 5 und 18. Du hast 8 und 2, 18 und 2, 16 und 7. Gut, das heißt, ich habe einen offensiven, zwei defensive. Das heißt, du wirst jetzt auch offensiv. Moment mal. Ihr beide gehört zu mir. Ihr beide gehört zu. Wie hieß er denn jetzt nochmal? Adam. Das heißt, wenn Mithra offensiv ist. Ne, Mithra ist defensiv mit der Blockrate. Das heißt, ich muss mich offensiv machen. Mit viel Schaden und viel Kritrate. Wenn möglich. 14 auf 4%? Nee. Nee. Ja, dann lasse ich dich so. Bridget und Ichen. Ihr seid beide defensiv. Einen davon muss ich offensiv machen. Okay, Bridget hat viel mehr Defensive. Offensive geht gar nicht mehr. Das heißt, Ichen wird offensiv. Auf hohe Crit-Chance, aber wenig Schaden. 20 trotzdem. Moment, Glassplitter, okay. Gut, jetzt hat jeder eine offensive und eine defensive Figur. Alles klar. Mal safen, ja, ich weiß, ich verschwende gerade Zeit. So, ich nehme. Moment, Haze ist defensiv. Gut, dann werde ich erstmal in die Defensive gehen. So, ich hoffe, ich kann gegen die irgendwas auslösen. Mein Stab ist zu kurz. Er greift zu langsam an. I need the space. Was? Ich brauche den Weltraum? Okay, jetzt sammle ich erstmal für den Zweier die Heilwoge. Oder was das unten sein soll, die bewahre ich erstmal auf. Im Pokémon heißt das Heilwoge. Okay, jetzt. Oh, der hat gesessen. Wobei, ich sollte eine Vierer-Kombo vielleicht machen. Innenstoß. Nee, danke. Ja, jetzt. Na gut, ich habe am Anfang nicht gedrückt, den Blöder. Ja, haut drauf. Oh, Haze, haut drauf. Obwohl sie eigentlich defensiv ist. Die Heilwoge. Adam. Hallo. Ach doch. Achso, ich stehe hier. Perfekt. Jetzt schnell heilen.
Gut. Ah, das hat blöd, ich hab gedrückt und doof. Der Move ist total scheiße. Ah, ich hätte Figur wechseln sollen, ich Idiot. Resistenz gegen alle Schwächen um 30%. 2000 Schaden geheilt. Ansonsten nix. Wie soll ich den Typ jetzt loswerden? Seht ihr, ich kann von Anfang an niemanden wiederbeleben. So, Mighty Dust, mächtiger Staub, oder wie? Diesmal werde ich daran denken, zur Not zu wechseln. Ja, der Move ist total kacke. Den Vierer-Kombo gerade, der war ganz so doof. Muss ich mir aufbewahren. Jetzt geht er nicht, nee, jetzt geht er nicht. Ja, er liegt am Boden, wie eine Sau. So, jetzt heile ich mal. Oh, gut, gerade noch im richtigen Moment. Sonst hätten die anderen jetzt Schaden gefressen. So. Mach. Hallo. Photon. Jetzt ich hier. Ja, geht doch. Schnell. Gut, jetzt bin ich hier wieder dran. Oh. Der hat Schaden angesteckt. Da liegt eine Kapsel, die brauche ich. Mann, mein Hals. Da hoffe ich ihn geht. Ich hab... Oh nein, ich kann nicht wechseln. Hä? Achso. Hugo ist der Letzte, der steht. Danke. Beugt jetzt Haze. Ganz im Ernst. Richard kämpft gerade, wie es auch gut ist. Okay, Haze. Oh. Schnell! Oh. Oh, verdammt. Ja, ich weiß, Adam liegt am Boden gerade, aber... Ja, genau deswegen wollte ich ihm nicht hochhelfen. Ich habe gezögert. Das war ein Fehler. Jede Seele. Noch was. Welcome improvement, no? It is an honor. Bis 15 Mal angegriffen, ausgewichen. Bei der Ausreich hat um 40%, mein KP 30% oder weniger. Ah, zuvor uns 30. Legion auch. Leider Gesamtschaden in einer bestimmten Höhe. Setze im Rahmen einer Angriffskette Spezialtechniken ein. Okay, das hier geht ja. Oh. Jetzt im Rahmen einer Angriffskette. Ach so. Hier links oben die Leiste, die ist gemeint. Okay. Vielleicht sollte ich die Gin eröffnen. Weil Gin ist offensiv. Vielleicht bringt das mehr. Nee, der verliert total schnell Lebenskraft. Jetzt bestenfalls zu Haze wechseln. Nein, das war falsch. Verdammt. So, ich muss draufhauen. So, jetzt hol ich mir das dann.
Natürlich schießt der Daivo genau auf mich. Das war falsche Taste, scheiße. Und ja, das auch, war auch verfehlt. Verfehlt vor allem. Der Chin steht noch, in der 1. Boah, das Vieh muss einstecken. Gut, perfekt. Perfekt. Nein! Ja, Hugo wird drauf gehen. Danke. Toll. Jetzt werde ich sterben. So. Ah, jetzt bin ich tot. Mann, was ist denn das für ein Dreck? Sorry, aber das ist jetzt wieder ein Scheißdreck. Mal probier's noch. Hallo. Wer hat von euch eigentlich die meiste Lebenskraft? Bei dieser Move, der greift irgendwie alle an, habe ich das Gefühl. Mitternachtsnebel. So, jetzt. Ja, er liegt am Boden. Angreifen. So, der Move steht mir noch gar nicht zur Verfügung. Ich hoffe jetzt. Oh, ja, habe ich. Ich hoffe, es hat irgendwas gebraucht. Was für eine Schwäche hat das Spiel überhaupt? Gar keine wahrscheinlich. Okay. Adam ist ein bisschen schwach gerade auf der Brust. Gut. Oh. Greif an, Haze. I need the space. Was macht der Doppelstrahlsturm? Oh nein. Ist das nicht super? Oh, ich kann dir nicht hochhelfen. Das ist ja unfair. Jetzt heilen. Heilen, sagte ich. Achso, ist leer. Okay. Gut geheilt. Windstoß 3. Ich muss das leider tun. Das ist nur einer, die anderen sind bestimmt noch mächtiger. Wenn ich dann alle wieder normal machen muss, ich glaube, ich hab's jetzt schon. Mach! Ich auch! Oh, er ist tot, danke. Das war wirklich ein schweres Stück Arbeit. Das kannst du laut sagen, aber wir dürfen jetzt nicht nachlassen. Es wartet noch mehr Arbeit auf uns. So sieht's aus. Also nichts wie hin zur Marktstraße. Los, kommt! Ich hoffe, ich kann jetzt safe und wenden. Da vorne ist schon das nächste, blauer Zyklon. Gut, dann beenden wir das Spielchen mal. Der Gegner war scheiße. Halt bei einem Treffer KP der Gruppe. Na gut, der Gegner ist eigentlich gar nicht unfair. Ja, ist eine Herausforderung gewesen, ja. Falls ich irgendwas gesagt habe, wohin er ist unfair und scheiße, dann nehme ich das zurück. Ich weiß nicht, was ich jetzt gesagt habe. Ich habe jetzt nicht so wirklich darauf geachtet. Aber der Gegner war knackig, das muss ich sagen. Gut, dann würde ich sagen, das war Xenoblade Chronicles 2. Tor war The Golden Country. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Fett euch.